habe ein Schwert, komm her. Fight mich. Okay, also der Riot Shield hat gerade einen Schlag ausgehalten. Will sie hauen, aber sie rennt weg. Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Aberration. Und ihr seht es neben mir, es werden neue Drachen ausgebrütet. Dieser kleine Knabe hier ist nur Level 76, also gar nicht so high-levelig. Da hat man ja schon ein paar höhere Level gefunden und ausgebrütet. Aber ich glaube, die werten Kollegen haben hier hinter mir in der Zeit auch schon ein paar weitere ausgebrütet, die doch ein bisschen höher-leveliger gewesen sind. Genau, da haben wir hier zum einen Parturnax. Das ist bestimmt der vom Shadow. Den hat sich bestimmt Shadow gekrallt. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dass das Shadow seiner ist. Der sieht ziemlich cool aus, hat eine coole Federfarbe. So ein bisschen bräunlich, grünlich. Und hat auch einen sehr hohen Level. Da gucken wir uns nochmal die Stats an. Oh ja, 10.000 Leben hat er schon. Nicht schlecht. Das ist richtig gut. 2.000 Stamina und 232 Mini-Damage. Nice, nice, richtig gut. Dagegen ist mein Drache, den ich damals ausgebrütet habe, der ist nicht ganz so gut. Den gucken wir uns mal im Vergleich dazu an. Den habe ich hier geparkt. Spyrock. Wie sehen denn deine Stats im Vergleich dazu aus? Ja, guck mal, nur knapp 9000 Leben. 1500 Stamina nur und knapp über 200 Mini-Damage. Das ist nicht so wahnsinnig gut. Da hat hier der Shadow auf jeden Fall ein etwas höherwertiges Exemplar ausgebrütet, definitiv. Wir werden heute auch noch probieren, uns noch einmal von der Reaper Queen schwängern zu lassen. Also das muss ich natürlich machen, wenn hier noch ein paar Kollegen am Start sind. Momentan bin ich hier alleine gerade. Auf jeden Fall ist der Plan, sich nochmal schwängern zu lassen und dann ja, mal zu gucken. Also wir wollen das mit Riot-Gear-Schilden mal probieren, auf jeden Fall auch. Was treibst du Schönes? Ich farme gerade Kristalle, damit wir Riot-Schilde machen können. Ah, wegen Queen ja. Und so. Weil unser Kristallschrank ist komplett leer gewesen. Da habe ich mir gedacht, da sorge ich doch mal. Weil wir brauchen irgendwie, das meinte Maui, 200 Kristalle pro Schild. Und das ist dann ja doch ein bisschen viel. Wurde dir schon berichtet, dass in der Höhle momentan Chaos herrscht? In der Höhle? Chaos? Ja, da sind angeblich sehr, sehr, sehr viele Drachen gespawnt. In der Drachenhöhle? Ja. Okay. Ja, da gut. Da sind gestern zwei Spinos und zwei Drachen von uns draufgegangen, als Lea und Ari da unten waren. Okay, krass. Nö, hab ich noch nicht mitbekommen. Ich war selber noch nicht unten, aber Lea ist auch nicht im TS. Lea ist nicht im TS, die ist aber hier schon auf dem Server und macht hier irgendwelche Sachen. Glaub, Spinos verpaaren hat sie vorhin gemacht. Ja, ich habe sie vorhin auch gesehen. Ich musste um 13:30 erstmal weg. Jetzt bin ich wieder da. Ja, also du meinst, das wäre jetzt keine gute Idee, wenn wir jetzt zu zweit versuchen, mit Basilisten da runterzugehen und Eier zu holen. Ja. Ja, ja. Ich glaube, das ist keine gute Idee zu zweit. Okay, dann lassen wir das. Nee, dann wir können ja erstmal Riot-Schilde machen. Hast du den Level, um Riot-Schilde zu machen? Ja. Ich habe gerade nachgeguckt, ich kann sie tatsächlich machen. Sehr gut, perfekt. Also ich habe ganz viele Kristalle geholt. Kristalle sind jetzt erstmal nicht das Problem. Polymer habe ich jetzt auch nochmal bekommen. Vorm Haus ist übrigens noch eine Alpha-Krabbe. Die könnten wir auch nochmal töten. Ja, können wir machen. Ich habe zwei neue Spinos. Dann würden nämlich die Basilisken auch nochmal Level kriegen. Ja, stimmt, 200 Kristall, 40 Metall, 120 Polymer und 120 Perlen brauchen wir pro Schild. 120 Polymer? Oh krass, okay, dann brauchen wir eindeutig noch ein bisschen Polymer. Was ist bitte schön eigentlich an der Reaper Queen so besonders? Naja, also die Reaper Queen kann erstmal nicht gezähmt werden, sie kann einen schwängern, sodass man dann einen Reaper King ausbrütet in seinem eigenen Körper. Das ist schon mal an und für sich außergewöhnlich, diese Methode der Zähmung sozusagen. Und die sind deshalb so cool, weil man mit denen wohl ganz gut den Boss platt kriegen soll. Deswegen ist das eigentlich der nächste logische Schritt, sich diese Viecher zu besorgen, wenn man den Bossfight machen will. Und wir wollen natürlich auch irgendwann mal den Boss versuchen von Aberration zu töten. Ja, weil ich schätze mal, mit Drachen wird das nichts. Die haben nicht genug Leben, um zu tanken und auch nicht genug Damage, um Damage zu dealen. Das können wir verheißen, glaube ich, mit Drachen. Und die anderen Viecher, der Basilisk, weiß ich nicht, der kommt mir nicht so stark vor. Der ist, wird zwar immer gesagt, der ist der Stärkste, aber ich merke das irgendwie nicht so.
Muss ich ganz ehrlich sagen, da sind fast die Spinos sogar noch besser, aber Spinos sind auch wieder vom Leben her zu schwach, um einen Bossfight machen zu können, glaube ich. Also offensichtlich braucht man die schon, die Reaper, um den Bossfight zu machen. Oh, schön hier, grüne Glowsticks. Erstmal statt Strahlung Strahlen schreiben. Guck mal, jetzt mache ich hier ein Atomkraftwerk draus. Ich kann sie nicht mehr werfen. Was ist hier los jetzt? Bierschilder haben wir schon mal. Was, Bierschilder? Bier! Achso, hier. Wieder Polymer fehlen und ein bisschen Kristall. Oh, Kristall haben wir noch. Bierschilder. Ach, es ist schön. Homer Simpson würde sich wie zu Hause fühlen. Sieht echt nuklear aus. Verzeihung, das Wort heißt Nukular. Juhu! Ich Willen. bin der Atomino! Oh, Spielbär wird wieder zum Kind. Glowsticks werden. Ich hab da irgendwie was im Gesicht hängen, Da glaube war ja ich. nicht nur im Gesicht, dass du das hängen. Was ist das denn denn gesteckt, Ich Bach? weiß es nicht. Es ist einfach dahin geflogen, von alleine. Wie, Ja, als wenn es magnetisch wäre. Gottes Willen. Vielleicht ich gibt's nehme das ja jetzt da kurz unten meinen irgendwo. Drachen und gucke, ob ich da unten was platzieren kann. Willst du da reinfliegen? Komplett? Warte, lass mich hinten drauf Nein, sitzen. nicht komplett, ich will nur ein Ich Stück will weit runter. gucken. Warte, warte, ich ziehe Warte. meine Rüstung, meine Schutzrüstung. Mit Schutzrüstung darunter? Ja, Also, man weiß ja ja nicht, gut, was heute stimmt. noch so passiert. Wo bist du? Wo bist du? Warte, ich bin in der Base gelandet. Ich will auch sehen, ob das geht. Nehme ich auch eine Schutzrüstung mit. Warte. Ich muss Passagiersitze auf dem Rücksitz Platz nehmen. Ich bin auf dem Kindersitz. Weißt, dass du da hinten aber auch getroffen werden kannst, ne? Dann darfst du. Dann darfst du nicht dahin fliegen, wo ich getroffen werde. Schön, du Es ist ein hast. bisschen schwer für dich, Dein sag mal. Glowstick da im Hinterkopf guckt mir genau ins Gesicht. Ist es gut so? Das gehört sich so. Warum zuckst du so komisch? Wackelt gerade alles. Oh, ich kann ja gar nicht mit K gucken, wenn ich hier hinten sitze. Ist ja doof. Ab nach unten, wa? Ja, dann mal los. Der wollte gerade Oh! irgendwie nicht. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Disconnect oder so. Alter, da wirst du ja motion sick hier hinten. Was? Kommen schon die Schlangen an hier oder was? Wahrscheinlich wegen mir. Aber vielleicht bin ich auch einfach. Ja, stimmt, du lockst wahrscheinlich auch die kleinen Viecher an. Wo ging's nochmal richtig nach unten Verschönere rein? die Umgebung. Keine Glowsticks mehr. Wie geil, Ich damit wie aufgehört. du unsichtbar bist, dein Glowstick aber immer noch vor mir leuchtet und ich irgendwas Unsichtbares in der Hand habe, aber meine Hand noch sichtbar ist. Ist auch gut. Ich habe gerade nach hinten Pass auf, wir sind geguckt. gleich kopfüber, ne? Oh nein. Oh. Kannst du jetzt hier was platzieren? So. Ja, hier kann ich noch was platzieren. Und da unten? Wollen wir da unten nochmal probieren? Müssen wir, oh, da Ja. müssen wir nur echt aufpassen, wenn da jetzt eine Oh, Queen cool. kommt. Hier hing ich mit den Spinos gestern ein bisschen fest. Ja, also man kann hier bauen. Kannst du Hier hier geht's bauen? immer noch. Ja, dann geht das hier aber Ich auch glaube, safe. das geht. Ja, dann können wir ja wieder raus. Gott, das sieht so scheiße aus. Das ist, als würdest du von oben bis unten vollgekotzt. Er schleimte mich voll. Oh Gott. Ich bin grün. Selbst mein Schild ist grün. Da. Bist du unten. Ja. Komplett in grün. Ich bin so grün, so unglaublich grün. Ich brauche mehr grüne Müssen Farbe. wir ein Mini.
Hulk. Ja, genau. Macht mich bloß nicht wütend, meine lieben Freunde. Grün ist er schon. Ja. Moment mal, müsste ich da nicht eigentlich auch groß und stark sein und brüllen können? Vielleicht bin ich auch der Ulk und nicht der Hulk. Ich bin der unglaubliche Ulk. Oh nein. Das ist so ulkig. Haben wir alles dabei? Nicht, dass wir wieder irgendwas vergessen haben. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Bestimmt haben wir irgendwas vergessen. Brauchen wir nicht. Ersatzrüstung, Ersatzschild, Bauzeugs. Ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, das Wichtigste ist auch erstmal, dass wir da unten noch uns nochmal aufbauen können. Also noch das Bauzeug haben und dass wir die Betten aufstellen können. Hast du Betten? Ja, ne? Ja. Ah, hier sind wir. Alles klar, hier links war das noch hier. Guck mal. Stimmt, guck mal. Da sind wir doch wieder genau da, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir räumen jetzt schon mal alles Mögliche aus dem Weg, ne? Moment, wenn wir das Haus aufbauen wollen, das Häuschen, sollten wir das außerhalb der Strahlung nicht lieber tun? Ja, stimmt. Dann sollten wir das hier hinsetzen. Vorne irgendwie, ne? Hier ist ja keine Strahlung gerade. Wir könnten es schon aufbauen eigentlich. Hier so in die Nische rein, oder? Ja, lass es doch einfach hier in die Nische bauen. Genau im Durchgang. Weil dann könnten wir theoretisch auch mal vorne und hinten den Durchgang einfach mit Mauern zubauen. Und dann hätten wir so sofort hier schon eine kleine Base. So eine Durchgangsbase. So, ich bleib hier, tschüss. Hä? Los, raus da! Du musst auch die Betten reinsetzen. Wenn man jetzt das Licht ausmachen würde, ob einen die Nameless dann da auch verfolgen würden da drin? Frage. Also einfach ein paar Bulldogs reinstellen. Benennen die Betten einfach um in Reaper. Ja. Sehr schön. Sehr treffend. Da vorne, da sehe ich die Staubwolke. Siehst du das? Ja. Da vorne? Dann räumen wir erstmal alles auf hier. Und dann locken wir sie aber weiter nach hinten, wo kein Wasser ist. Dass weder wir noch sie runterfallen können. Das stimmt. Es sei denn, sie kommt zu uns gleich. Da müssen wir jetzt ein bisschen Auge drauf haben. Okay, hier vorne sind jetzt zwei Drachen. Die müssen wir auch noch wegmachen. Wird sonst zu gefährlich. Oh, die kommt ganz schön nah, ey. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zieger kommen? Habe ich eigentlich mein Licht an oder aus? Ich weiß es nicht. Kannst du schlecht identifizieren. Immer Achtung, Arthropleura vor dir. Ist an, jetzt ist aus. Ich glaube, jetzt ist aus, oder? Ja. Ja, die Nameless kommen, es ist aus. Okay. Ihr blöden Nameless. Wie machen wir das eigentlich am schlauesten? Ich weiß es nicht, also... Sollen wir schon ein, zwei Gates vorher hinsetzen, oder...? Eigentlich müssten wir ja versuchen, das halbwegs synchronisiert hinzukriegen. Gib mir die mal in die Schnellleiste, die Gates. Okay, wir müssen mal kurz absprechen. Genau, wie machen wir das jetzt? Du hast die Gates, ne? Ja. Wenn ich die Akku auf mich ziehe, dass sie auf mich losgeht... Und du, während sie auf mich losgeht, die Gates um sie rum platzierst. Dann könnte es doch klappen, theoretisch. Theoretisch, wenn sie sich nicht umdreht und mir mit dem Schwanz ins Gesicht schlägt. Das stimmt, ich muss halt safe die Akro ziehen. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich sehe übrigens die Staubwolke auch schon nicht mehr, ne? Die ist weg. Ja. Ich glaube, dafür müssen wir noch weiter nach unten. Na gut, dann versuchen wir das jetzt mal. Aber wollen wir sie trotzdem noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen? Ja. Ich glaube, das ist alles so lange unkritisch mit dem Wegschlagen, solange sie uns bergauf schlägt. Weil wir dann nicht abheben können. Kritisch wird es immer nur dann, wenn sie uns bergab schlägt. Dann heben wir ab. Oder sollen wir nochmal ein Stück zurückgehen vielleicht? Ah, hier ist sie! Rechts! Oh. Ja, dann, Erstmal zurück.
Level 16 sollte sogar machbar sein. Lass mal erstmal zurückgehen. Ja, ja. Ich bin ein bisschen überladen, verdammt nochmal. Ey, schaffst du's? Ey, warte mal. Einzubuggen. Jetzt könnt's. Obwohl, jetzt könnt's. Na egal. Zurück! Jetzt vorsichtig, ey. Ja, ja. Aua. Ich muss mal auch mein Licht anmachen. Ich komme. Vorsicht, da hinten kann sie uns auch noch runterschlagen. Ja, ja. Am besten gehen wir in den Bereich hier oben rein direkt. Oh nein, Sneaker. Nein, hier hinten ist wieder alles nachgespawnt, Alter. Oh Gott, da ist auch ein Drache da vorne. Ich ja. glaube, wir sollten vielleicht doch irgendwie hier bleiben. Ja, dann lass hier bleiben. Pass auf, Gottes Willen. Ich kann mich nicht drehen, ich hänge komplett fest hier gerade. In den Steinen? Nee, in den Viechern irgendwie. Die schiebt mich jetzt von sich aus zurück. Kannst du sie... Ich beiße jetzt drauf. Okay. Kannst du sie einbauen? Oh, scheiße. Es könnte ein bisschen schwierig werden. Jetzt hat sie auf mich aggro. Schnell, bau sie ein. Probiert. Habe ich mein Licht aus? Ich habe mein Licht aus, ey. Ich bin auch so schlau. Mann. Ja, ja, ja. Vier Gates sollen reichen? Irgendwie... Weiß nicht. Nein. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen, ey. Oh, pass bloß auf. Ich will nicht darunter. Oh, shit. Okay, lass einfach drauf gehen auf sie. Ich glaube, das mit dem Einbauen... Das wird so irgendwie nicht... Aber warte, wir müssen aufpassen, dass sie nicht runterfällt da. Ich mache mir eher Sorgen um unser Spino-Leben. Ja, und die mache ich mir auch Sorgen, tatsächlich. Aber die ist Level 16. Das müsste eigentlich gehen, wenn es uns von nichts von hinten stört. Meine Spino, ne? Mein Spino ist schon Half-Life, ne? Ja, meiner fast auch. Ey, wir schieben die da runter. Wir müssen sie zurücklaufen lassen. Lock sie mal ein Stück hier rüber noch. Ja, da drüben ist ein Drache, da würde ich aufpassen. Also jetzt hat sie mich hier hingeschoben schon. Gott, ey, mein Spino ist gleich Half-Life. Also er ist schon unter Half-Life, er ist schon fast tot. Komm, auch noch die dummen Sieger auch noch. Schnell! Da! Ich muss mal mein Licht kurz ausmachen. Scheiß Seeker ist hier. Da war Level 88. Ich muss mal gucken, gibt es hier irgendwo eine Pflanze, an der ich mich hochheilen kann? Oh Gott, ich habe noch 3000 Leben. Ich habe nicht mal mehr so viel. Ich hab noch 1300. Jetzt hänge ich hier fest, ey. Nameless. Ich glaube, wenn wir weiter draufbeißen, kriegen wir es sogar noch. Okay, dann versuche ich das jetzt. Ich sterbe aber wahrscheinlich gleich, also mein Spino. Mich da jetzt voll rein. Mein Licht ist ja schon wieder nicht angewiesen. Oh, ich hasse das, ey. 2000 Leben noch? Ich hab nur noch 600. Ach du Scheiße. Komm schon. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen, ey. Ich bin überladen. Nein. Ich muss was rausschmeißen. Habe ich kein Stamina mehr. Fuck. Ich muss was rausschmeißen. Warte mal, das machen wir ganz einfach. Jetzt haben wir noch einen Sieger hier. Nein. Mein Spino ist gleich tot. Ja, meine auch falsch. Ich habe keine Stamina mehr jetzt. Ja, ich auch nicht. Ich halte es einfach weiter drauf. Es wird sonst nichts mehr. Ja. Ich habe noch 90 HP auf meinem Spino. Der nächste Schlag könnte ihn töten. Die ist so blutig, das kann nicht sein. Alter, ich habe noch 8 HP auf dem Spino. 8 HP. Alter, scheiße. Ich habe ein Schwert, komm her. Fight me. Okay, also der Riot-Schild hat gerade einen Schlag ausgehalten. Will sie hauen, aber sie rennt weg.
Was? Nein, Polovia hat mich hier. Sie leuchtet, sie leuchtet. Ich hab ein Polovia, es hält mich fest. Nein. Hä? Es schubst mich die ganze Zeit weg. Was soll denn das? Sie leuchtet. Sie muss uns nur noch mit dem Schwarz treffen. Ja, sie leuchtet. Das scheiß nicht mehr. Polovia. Nochmal hauen. Jetzt habe ich irgendwelche. Mistviecher. Nein, mit Schild. Nice. Also ich werde hier von ich versuche die Viecher wegzulocken. Ich kann sonst nichts mehr machen. Boah, jetzt hat meine Rüstung zerfetzt. Mann! Scheiße. Ich bin auch gleich tot. Sie hatte kurzzeitig pink geleuchtet, aber sie wollte nicht. Ja, ich hatte die ganzen Scheißviecher hier am Hals, ey. Das ist so ätzend. Diese ganzen Mistviecher. Polovia kam an, dann kam Kano, dann kam Sieger. Sorry. Aber ich lebe übrigens noch, ne? Nicht mehr lange gleich. Ich hab's mit dem Schwert noch ein Stück runtergehauen, dann war sie pink und jetzt hat's nicht mehr gereicht. Ich hab gleich keine Stamina mehr, dann bin ich tot. Mann. Jetzt bin ich gleich tot. Jetzt bin ich tot. Oh mein Gott! Das steht. Was? Hallo Reaper Queen! Oh nein! Die steht an dem Haus! Die steht an dem Haus? Der Megalo hat mich gerade hochgehoben. Ich schaue so nach rechts und da hängt die Reaper Queen an der Wand und guckt mich einfach nur an. Moment mal, sie hat dich einfach nur angeguckt? Ja, sie hängt da oben fest. Vielleicht können wir sie ja doch noch einbauen. Oh, ich dachte, was ist das? Warum steht denn der Megalo einfach nur da rum? Ach so, das ist die Queen. Na, toll. Ja, und was machen wir da jetzt? Ich weiß es nicht. Gehen wir da jetzt hin und machen Action, oder? Wir hoffen einfach, dass sie nicht mehr da ist. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Scheinhorn. Das wird eine ganz gemeine Mission jetzt. Das heißt, du wirst wahrscheinlich sterben. Verabschiede dich schon mal von deinem Leben. Ja gut, ich muss mich mal kurz sichtbar machen, weil ich keine Stamina mehr habe gleich. Was machen wir denn da jetzt? Oh, ich sehe übrigens, ach, das ist meine Leiche von vorhin. Moment mal, vielleicht liegt ja doch meine Leiche noch irgendwo. Vielleicht finde ich die ja, wenn ich hier rumfliege. Ich versuche den Reaper King gerade wegzulassen. Hi. Ah ja, hier ist meine Leiche, hier hinten. Oder wir versuchen den Reaper King anzugreifen. Warte mal, nee, warte mal. Die Ravager gehen auf ihn. Jetzt hat er mich angeschaut. Ich hab mein Zeug wieder. Ah, ich werd angerülpst. Was? Greif ihn gerade an. Bist du verrückt? Ja. Licht anmachen, oh Gott. Wusstest du das noch nicht? Oh Gott. Ravager, oh Gott. Die Ravager haben ihn vorhin looten lassen. Sie sind für uns. Ja, sie sind kämpfen für uns. Nein, aber irgendwie auch nicht. Ich blute. Oh, scheiße. Er ist tot. Oh nein, ich will aus seiner Leiche nicht, raus. Nicht rein da, nicht reinlaufen. Oi, 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 oi. Ah, ich weiß, warum der da war. Weißt du, warum der da war? Weil die ganzen Nameless vor der Tür standen und auf dich gewartet haben. Und dann haben sie einfach mal ihren Kollegen gerufen, ihren Großen, und haben gesagt, hallo, hol die mal da raus. So, einen Frame kann ich schon mal wieder aufstellen. Ich würde sagen, wir machen erstmal zum verstrahlten Bereich hin dicht, oder? Ja. Das scheint ja der gefährlichere Bereich zu sein. Wo die Reaper und so herkommen. Genau. Ich hab gerade ein Basilisk hier unten gefunden. Okay, ich konnte jetzt noch eins machen, ein Gate. Das baue ich dann auch gleich mal auf. Direkt hier vorne. Ich muss erstmal Glowsticks werfen, sehe ich gar nicht. Wird wieder alles grün. Ja. So, dann gucken wir mal. Genau, wenn ich das jetzt hier aufstelle, müsste es doch eigentlich. Es ist rot, jetzt ist es grün. Hey,
wie es nicht geht, obwohl es grün ist. Warum geht denn da? Rangehen, glaube ich. Echt? Bei mir hat das auch mal rumgebackt. Das war grün, aber du musstest trotzdem irgendwie näher ran an das Gate, damit das setzen kann. Tatsache. Manchmal ist das schon seltsam. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier am Rand nichts reinbacken kann, aber nee, das müsste eigentlich gehen. Ja gut, dann haben wir schon mal die Seite dicht. Ja. Hier ist halt so ein bisschen kritisch, da könnte es sein, das kann man da drunter durch? Nee. Da wird aber kein Reaper durchkommen. Ja, nee, die nicht. Okay, gut, dann haben wir die Seite dicht, dann bräuchte man eigentlich nur noch die andere Seite. Die hier. Werden wahrscheinlich auch etwa 3 Gates oder so, ne? Ja, ich glaube, da brauchen wir 4. Der andere, die andere Seite ist schmaler als die hier. Okay. Ich glaube, wir können auch ein bisschen mehr Platz nach hier vorne lassen, so abtrennen quasi. Dann können wir nämlich auch ein paar Spinos oder so hier unten parken, die dann extra für die Reaper gedacht sind. Wir könnten auch tatsächlich zwischen diesem Pfosten hier drüben 2 Gates setzen oder 3 und auf der anderen Seite auch 2 oder 3. Dann hätten wir hier so einen schönen großen Bereich. Dann hätten wir wirklich auch genug Platz eigentlich so. Ja, das ist natürlich noch besser. Und wir würden beide Zugänge kontrollieren sozusagen. Brauchen wir halt einiges an Gates, ne? Also ich schätze mal schon, dass wir mindestens 5 brauchen. So, ich kann jetzt noch ein Gate machen. Ja, nice. Es reicht genau für 1. Wenn du noch Stein hast, kannst du es trotzdem reinpacken. Ich glaube, ich werde dann doch nochmal versuchen, demnächst noch eine Cliff-Plattform hier hinzusetzen, irgendwo oben oder so. Dass wir nicht alles am Boden haben. Weil die Nameless scheinen sich ja doch schon vor allem hier am Boden auszugraben. Ich glaube, wenn wir sie hier an diese Klippe ranbauen, da die Cliff-Plattform, dann kommen da keine Nameless hin. So, jetzt die große Frage, reicht das jetzt hier? Passt das so? Ah, ganz schöne Lücke da noch rechts. Kann man da drüber laufen von der anderen Seite? Ich glaube nicht. Also von hier könnte man drüber laufen, aber ich glaube von der anderen Seite kommt man nicht rüber. Ansonsten müssten wir... Ah, schieb mich da nicht in das Loch ein. Ansonsten müssten wir hier nochmal irgendwie eine kleine Mauer hochbauen oder so. Aber ich meine, es müsste jetzt erstmal passen. Ich glaube, das ist so ein grober Schutz, der reicht erstmal aus, glaube ich. Also wir haben es geschafft, uns von der Queen töten zu lassen. Das mit dem Schwängern hat noch nicht so funktioniert. Aber das kriegen wir alles noch hin. Fast, ja. Hat pink geleuchtet, aber wir haben das Licht nicht ausgemacht. Ja, wir haben das Licht vergessen auszumachen, das war das Problem. Oder machen wir einfach mit dem Plan weiter. Also der Plan ist, uns da unten aufzubauen. Da ein Zehmgehege zu konstruieren, beziehungsweise ein Reaper-Queen-Gehege und dort uns dann von der Reaper-Queen schwängern zu lassen. Koste es, was es wolle. Und dann sind wir jetzt an der Stelle raus. Bis dann, ciao, ciao.